willkommen zur dritten Folge von Echo. Heute werden wir herausfinden, ob ich es schaffe zu überleben oder ob ich sterbe. Weil wenn ihr euch erinnert, in der letzten Folge bin ich so gut wie am Verhungern. Seitdem, ich kann nicht arbeiten, ich kann nichts klopfen, ich kann nichts erschlagen, gar nichts kann ich machen, weil ich am Verhungern bin. Und naja, schauen wir halt mal, ob es in dieser Folge besser wird. Oh, aha, Tomaten. Gott sei Dank, wir haben Tomaten gefunden. Gott sei Dank. Und was ist das hier? Mais? Und Mais, wir haben Mais gefunden. Ich muss nicht verhungern. Yay, ich muss nicht sterben. Yay. Hallo? Achso, was? Nicht reif genug, um zu ernten. Okay. Gott sei Dank, es hat sich gelohnt, rüber zu schwimmen. Mais und Tomaten gefunden. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Schauen wir mal nach oben und dann schwimmen wir wieder zurück. Dass ich mein Haus fertig bauen kann. Schauen wir uns hier oben. Ein Büffel. Alles klar. Ja, Junge, wie schnell bist du denn, ey? Na gut. Dann schwimmen wir mal zurück. So. Jetzt haben wir wenigstens volle Nahrung. So. Jetzt klopfen wir da drüben dann Stein und Holz, dass ich meine... Ah, jetzt kann ich mal wieder tauchen. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Ja, ist in Ordnung, jetzt bleib oben an der Luft. Da ist ja schon mein Zelt. Hey, hallo. Hast du mich vermisst? Auf jeden Fall muss ich jetzt Stein hacken. Alles klar, da ist ein Fisch, da ist ein Fisch. Wieso kriege ich den Fisch nicht? Ich habe doch die Axt. Ich kann den Fisch mit der Axt nicht töten. Okay. Beste. Hallo. Geld hoch. So. Jetzt müssen wir als erstes aber. Für die Werkbank brauchen wir 12 Stein. Und 3 Baumholz. Und dafür brauchen wir natürlich noch die Spitzhacke. Schmeißen und dann gehen wir uns noch ein Holz holen. Da oben. Da wir fällen einfach den dünnen Baum hier. Alles klar. Ich habe doch 12 mal Stein. Aha. Der Stein, den ich brauche? Ja, gut. Na gut, können wir auch alles gleich herstellen dann. So.
Geh hier runter von meinem Haus. Gut. Bis das fertig ist, brauche ich noch einen Screenshot fürs Thumbnail. Auch noch gleich gemacht. So. Stell dir die Werkbank jetzt her, gut. Kann ich nicht diesen riesen Baum hier fällen? Anscheinend nicht. Alles klar. Campfire wurde fertiggestellt. Yay! Jetzt machen wir unser gemütliches Feuer. Okay, ich bräuchte vielleicht noch ein bisschen Sand. Das tun wir weg. Nein, nein, nein. Ja, mach doch. Alles klar. Ich möchte hier noch eine weitere Linie haben. Ich mach mir einfach meinen eigenen Strand. Ach verdammt, da ist noch zu tief. So, jetzt haben wir eine Reihe mehr. Das passt. Dann können wir da das Lagerfeuer herschmeißen. Platzieren, so. Wir nutzen keinen Kraftstoff mehr, okay. Dazu brauche ich natürlich Holz. Ist ja logisch, ne? Ah, hier, Lagerfeuer. Alles klar. Gegrillter Mais. Stellen wir her. 10 Stück. Ich glaube nicht, dass das Holz ausreichen wird. Da tun wir die 12 auch noch mit. Nein. So, wir haben hier noch ein bisschen Holz. Dann können wir gleich am... wir haben ja bloß... Was habe ich? 3 Holz. Was kann ich da machen? Gar nichts wahrscheinlich. Was war das? Alles klar. Ich brauche noch mehr Holz. Ich brauche noch mehr Holz. Ich habe mein Holz. Na komm. Können wir das erste Mal schon einen Auftrag geben? So, die schon mal herstellt. Wenn wir noch mehr Holz holen gehen. Na komm. Hallo? Hallo?
Vorne haben wir noch einen schönen Baumstamm, den hacken wir auch noch klein nieder. Ja, das Maximum, alles klar. Vielleicht muss ich für das andere erst. Also mein Lager ist voll. Alles klar. Nein, 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 nicht draufhauen. Gibt's hier eine Angel? Nö. Holzhacke. Komm, stellen wir auch mal eine hier. Schaut's nicht aus. Lagerplatz. Dann nehmen wir das Holz raus. Und schieben wir ins große. Das lass mal im Lagerplatz. Das da. Samen und die Schaufel tun wir wieder zurück und das da, das nehmen wir da noch mit rein, dann wieder auf den Hammer oder machen wir weiter mit der Terrasse, mit dem Boden, bin immer noch nicht fertig mit dem Fundament, alles klar, ich denke aber so wird schon reichen, gut, schauen wir mal Wände. Sind das die Wände? Der gegrillte Mais ist fertig, okay. Ah ja, Holzhacke. So. Manchmal was nicht. Daher. Okay, da kann ich nichts anbauen. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel. Hallo. Hier ein paar Felder Erde aufschütten. Ob ich dann hier anbauen kann. Hallo. Hallo. Wird irgendwann mal ein Chaos entstehen. Eine Katastrophe, wenn ich hier mal den Stein wegklopfe. Dann fließt das ganze Wasser hier rein. Außer ich komme tief genug bis zum Grundwasser runter. So. Jetzt sehen wir wieder die Hake. Kann ich das umgraben? Oh yeah. Sehr schön. Und da kann ich jetzt hoffentlich was anpflanzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Tomatensamen mitnehme. Killer! Oh, meine Maissamen habe ich auch noch.
Sehr schön. Haben wir da schon mal safe was angepflanzt. Nice. Okay, verbinden sich. Sehr schön. So, da kommt dann eine Tür rein. Und noch ein paar Fensterler zum Wasserfall und zum Wasser. Und dann passt es. So. Nein, nein, nein. Das ist, glaube ich, zu tief, ne? Da muss ich erstmal sehr viel auffüllen. Da auf die gewünschte Höhe kommen, ne? Ja, vor allem wenn man daneben das Zeug hinlegt. Das hilft sehr viel. Was ist das für Holz, für Material da unten drunter? Hallo? Ich grab jetzt den Baum da oben einfach aus. Ich tue jetzt nicht lang rum, ich grab den jetzt aus. Jawohl, Level up. Ich hab keine Ahnung, wie ich ein Level up mache. Ist ja eh wieder gleich zu hungrig zum Arbeiten. Erstmal wieder ein paar von meinen schön gefundenen Maiskolben. Hallo. Ja. Ja, jetzt. Das wird doch irgendwann mal jetzt da hochkommen. Jawohl, geht doch. So, wo ist die Hake? Da ist die Hake. Frage ist, muss ich es auch bewässern? Oder bewässert sich das von alleine, weil der am Wasser ist? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Ah, ich habe ja den Mais. Den Maissamen habe ich ja dabei. So, jetzt haben wir den ganzen Mais auch gesät. Noch mehr Holz. Viel mehr Holz brauche ich. Kann ich mir nicht so einen Karren oder so herstellen, wo ich einfach mehr Holz drin lagern kann? Schauen wir mal. Reparaturstation, Steinsense, Spitzhacke, Talgkerze, Truhe. Schubkarre. Holzverarbeitung, Holzbearbeitung 1. Wie kann ich denn hier meinen Charakter? Wirtschaft, Rucksack, Regierung. Nö. Wie kriege ich hier das Level ab so? Nö, das passt so. Fünf Kilo kann ich damit transportieren. Okay, naja, gut.
Weiß ich nicht, wie ich das Level abmache. Müssen wir mal anschauen. Da schwingt doch im Wasser noch ein Baumstamm rum. Stück habe ich schon wieder einstecken. Kann ich eh nicht mehr nehmen. Menschenskinder Nummer 9. So. Aber. Ups, nein. Ich denke, wir werden es. Ups, dein Wasser. Ich denke, wir werden es jetzt mal dabei belassen und das nächste Mal uns überlegen, wie wir die Schubkarre herkriegen, damit wir nicht hier verhungern weiterhin. Und bis dahin, Leute, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Abo nicht vergessen, Daumen hoch, teilen und so weiter. Ne? Schön, dass ihr reingeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Servus.